Hallöchen und willkommen zurück bei Planet Crafter. In der heutigen Folge wollten wir mal ein wenig unser Terraforming Index pushen. Und zwar nicht nur mit Pflanzen, denn davon haben wir ja eigentlich schon relativ viele hochgeschossen. Da sind wir bei 7. So, wir haben jetzt natürlich noch die Saatstreurakete im Angebot. Davon haben wir gerade mal 2 in die Luft geschossen. Wir könnten natürlich die Wärme und auch den Luftdruck noch etwas hochdrücken. So, aber Sauerstoff sind wir ja eigentlich schon bei über 1 Million. 1.288.700. Die Sekunde. So, bei Wärme sind wir aber nur bei 196.000 und Luftdruck auch nur bei 223.000. Das bedeutet, wir werden Wärme und Luftdruck in Angriff nehmen. Als allererstes brauchen wir noch eine Rakete. Wir hauen von jedem 2-mal in die Luft. 2-mal Uran und Iridium. So, 2-mal Uran. Dann ein Iridium-Stäbchen. Und natürlich die Superlegierung. So, dann haben wir erstmal 4 Raketentriebwerke. Und wir müssen uns mal kurz teleportieren. Denn wir brauchen Superlegierung. So, nehmen wir mal alles mit. Bis auf die Materialien, die wir gar nicht brauchen. Zack, zack, zack. So, weil die Superlegierung ist erstmal wichtig. Für die Raketen brauchen wir leider die Superlegierung. Na komm, rein mit dir. So, zack, 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 zack. Perfekt, zerkleinern, hoch. Wäre eigentlich noch ganz gut, wenn der die Schreddermaschine auch irgendwie so Abfallprodukte produzieren würde, die man eventuell für irgendwas anderes noch gebrauchen könnte. So, für Luftdruck. Schauen wir mal kurz. Hier wird es gleich regnen ohne Ende. Luftdruck brauchen wir 3-mal Silizium. Das heißt 6-mal Silizium. Und 6-mal Kobalt. Und dann könnte man eigentlich schon alle Raketen in die Luft schießen. Wird ein gefährliches Unterfangen. Ich hoffe, wir sind schnell. 1-mal. 2, 3, 4, 5, 6. So, und jetzt kommt noch das Kobalt. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Reicht gerade so. Zum Glück braucht man dafür nicht so viele Materialien. Aber wir müssen ja irgendwie unseren Terraform-Index jetzt mal nach oben kriegen, damit wir hier neue Sachen freischalten können. So. Und Houston, wir starten! 3, 2, 1, 0. Mach's gut. Und die nächste direkt hinterher. Jetzt müssen wir uns ein bisschen dran halten, denn hier fängt es gleich richtig an zu regnen. Wir werden jetzt in den nächsten paar Minuten mega Meteoritenhagel haben hier. So, du fliegst hoch. Dann du. Ein bisschen schneller, ich habe Angst. Flieg! Oh mein Gott. Oh oh. So, und die letzte. So. Gut. Nichts wie rein. Damit wir in Sicherheit sind. Wow. So. Wie sieht's jetzt aus? Jetzt sind wir hier bei 274.000. Und hier bei 312.000. Das ist eigentlich immer noch nicht genug. Wir könnten jetzt natürlich noch ein paar Bohrer da draußen hinstellen. Oder ein paar Heizungen. Aber die Sache ist... nee, hier. Wir bekommen hier noch eine T5-Heizung. Und ein T5-Bohrer, aber die scheint wohl noch etwas zu dauern wegen der Biomasse. Irgendwo habe ich auch gesehen, wir bekommen ein Tier 3 Baumsamenverteiler. Da. Baumsamenstreuer Tier 3. Dafür muss der normale Terraform-Index aber hochgehen. Bei 32 dauert leider noch zu lange.
Das heißt, wir bauen jetzt noch ein paar Heizungen. Wie viel Saft haben wir? Oh, gut. Wir haben noch genug Saft. Für die Heizungen brauchen wir... Moment mal. Sind das da draußen die T3 oder die... Welche Heizungen sind da draußen, bitteschön? Ne, das sind die. Alles klar, dafür brauchen wir Schwarzpulver. Haben wir überhaupt Schwarzpulver? Machen wir Lucky Lucky machen hier. 1, 2. Gut. Und 2 Iridiumstäbe. Wir müssen das ein wenig hier alles ausbauen. Wir müssen ja irgendwie vorankommen. Und ich will unbedingt die Fische haben. So. Ah, jetzt habe ich nur 2 Stäbchen mitgenommen. Brauchen aber 4. Komm, wir machen nochmal 2. Nee, geht ja gar nicht. Wir haben keinen... Wir haben keine Superlegierung mehr. Das ist das Problem. 1, 2, 3. Doch, wir haben noch genug. Und dann könnte man eventuell noch eine Heizung obendrauf bauen. Dafür brauchen wir aber auch noch das gute Schwarzpulver. So, für Schwarzpulver brauchten wir jetzt 2x Schwefel, 1x Iridium. Haben wir Schwefel hier? 2x Schwefel. Und 1x Iridium. Ist schon ein ziemliches Hin und Her, was unsere Ressourcen angeht. Aber wir haben alles im Vorrat. So. Dann machen wir jetzt mal noch 1x Schwarzpulver drauf. Und dann können wir gleich 3 bauen. Ich weiß jetzt bloß nicht, sollen wir warten, bis die Gefahr da draußen gebannt ist? Oder trauen wir uns jetzt einfach mal raus in der Hoffnung, wir kriegen keiner auf den Latz? Das ist eine gute Frage. So, einmal was trinken. Hier war eine Raupe. Die nehmen wir mal mit. Ah, ist ja schon voll. Mist. Okay, stimmt. Moment mal, haben wir eigentlich... Ich sehe jetzt unsere Plattform da hinten nicht. Wegen den Pilzen. Ich glaube, die brauchen wir gar nicht mehr, ne? Bin mir nicht mehr so sicher. Ja, Kürbisse haben wir ja auch. Die müssten wir da draußen eigentlich auch mal langsam abfarmen. Aber, was ich mich jetzt frage, für das brauchen wir Methan, Algen, Kürbis. Ah, okay. Alles klar. Hier ist da noch einer. Na, die ungewöhnliche nehmen wir auf jeden Fall mit. Weil, wegen den Bienen. Zack. So. Alles klar. Die Gefahr scheint vorbei. Jetzt liegen hier natürlich die Trümmer rum. Und ich kann da keine Heizung hinbauen. Hm. Das war klar. Ah, Käse. Und jetzt kommt der nächste Hagel. Weg hier. So, wir haben hier bald die Atmosphäre erreicht. Das bedeutet, wir werden keinen Sauerstoff mehr verlieren. Wir sind mittlerweile bei minus 0,1. Warte, ich gehe mal in da im schwarzen Hintergrund. Dann seht ihr das unten bei O2. Sind wir bei minus 0,1 die Sekunde. So, wenn die Atmosphäre jetzt gleich steht, sind wir bei 0. Bedeutet, wir verlieren keinen Sauerstoff mehr. Und wir brauchen die Sauerstoffflaschen nicht mehr mit uns rumzuschleppen. In der Zeit könnten wir hier eigentlich mal schauen. Ja, der Bohrer, der wäre auch nicht schlecht. Dafür brauchen wir aber mehr Luftdruck. Der Extraktor hier. Extrahiert je nach Benutzerauswahl Erze. Extrahiert seltene Erze aus dem Boden. Nach Benutzerauswahl? Kann man dann tatsächlich überall die Bohrer hinstellen? Das wäre ja geil. Auf jeden Fall. Das wäre richtig geil. So, ich hoffe, das war jetzt der letzte. Und die Trümmer hier liegen leider immer noch.
Aber die müssen weg. Ich kann hier sonst keine Heiz... Doch, ich kann eine Heizung hinstellen. So. Eine. Zwei. Und... Wo bauen wir die denn jetzt hin? Okay, komm. Bauen wir jetzt hier davor noch eine. So. Jetzt schauen wir mal, bei wie viel Wärme wir sind. Durch die drei Heizungen sind wir jetzt bei Wärme 387.000. Immer noch nicht genug. Wäre eigentlich gut, wenn man bei überall, also überall hier bei 1 Million wäre. So, jetzt müssen wir aber auch uns noch auf den Luftdruck kümmern. Das heißt, wir brauchen sehr viel Superlegierung. Wir haben aber leider keine mehr. Oder wir schauen mal, was unsere Bohrer da hinten sagen. Ob die schon wieder neue da haben. Spärlich, Freunde. Spärlich. Echt spärlich. Wie ihr gesehen habt, ich habe jetzt mal alles mitgenommen. Kann man auch hier unseren Schrank wieder voll machen. So. Titan. Eisen. Und unser gutes Kobalt. Zack. Perfekt. So. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir können einen Bohrer bauen. Ist nicht gerade viel. Aber... sollte reichen, um den Luftdruck etwas zu erhöhen. So. Perfekt. Wie schaut's jetzt aus? Jetzt sind wir bei Wärme. Bei Luftdruck. 352.000. Das Gute ist, die produzieren ja gegenseitig ja mehr Sachen. Auf einmal. Der hier macht zum Beispiel Luftdruck und Wärme. Nicht viel Luftdruck, aber immerhin. Und die Bohrer, die produzieren am meisten Luftdruck, zeitgleich aber auch Wärme. Nicht viel, aber immerhin. So. Stimmt. Die Bauern, den Bauernhof, hier müssten wir eigentlich auch noch setzen. Damit wir hier unser Kunststoff herstellen können. Aber als allererstes nehme ich mir das Material, was da drin ist. Und machen somit unsere Schränke nochmal schön voll. Das sind halt die Hauptressourcen, die da so rauskommen. Aber die brauchen wir auf jeden Fall. So. Somit haben wir jetzt erstmal auf jeden Fall genug von allem. Und brauchen uns keine Sorgen mehr machen, dass unsere Schränke irgendwann mal leer laufen. Magnesium haben wir am meisten. Wie man sieht. So, hier nochmal einer raus. Da einer hinzu. Und ja. Drei Schränke schon voll. Und dann gehen wir mal weiter. Da ist ja noch der andere Bohrer. Zack. Schon wieder so viel Magnesium. Wäre gut, wenn wir irgendwie das Magnesium loswerden könnten. Ja, der Schrank ist jetzt auch voll. Das war so klar. Okay, dann... müssen wir gucken, wie wir das jetzt handhaben hier. Das Lithium füllt sich auch wieder. Hier haben wir endlich mal Kobalt voll. Wir hatten ja mal so einen Mangel an Kobalt. Jetzt haben wir genug. Ja, muss mal kurz hier hin. So, Magnesium kann verschrottet werden. Wir brauchen kein Magnesium mehr. Und zack. So, wie sieht... Wir müssen zu 32 GTI kommen. Dann haben wir zumindest schon mal den Baumsamenstreuer Tier 3. Damit wir endlich weiterkommen. Und was Neues bauen können. Aber es zieht sich gerade. Da müssen wir überlegen, wie wir handhaben.
Wir bauen jetzt auf jeden Fall 1, 2, 3, 4. Die Pilzfarm auf jeden Fall. Für den Bauernhof brauchen wir Düngertier 1, Düngertier 2. So, für Düngertier 2 brauchten wir Methan, Algen und... Hier liegen irgendwie Trümmer bei mir drin. Methan, Algen und Kürbis. Holen wir noch? Kürbis. So. Algen. War eine. Und zwei Einheiten, also beziehungsweise zwei Ampullen Methan. 1, 2. So. Dann stellen wir jetzt noch einen Dünger 2 her und dann können wir auch direkt den Bauernhof dahin setzen. So. Gut. Ah, Mist. Superlegierung brauchen wir natürlich auch. Dann nehmen wir noch zwei Flaschen Wasser mit. Hier hatte ich ja nichts drin. Alles klar. Ich brauche zweimal Superlegierung, Freunde. Die holen wir uns jetzt noch. Quatsch. 1, 2, perfekt. Was bist du? Ah, eine gemeine. Davon haben wir genug. Perfekt. So, jetzt können wir die bauen. Uns fehlen aber die Pilze. Einmal. Zweimal. Dreimal. So. Die können weg. Und auf zu unserer Pilzplantage hier. Zack, zack. Zack. Oh, der stellt schon her. Sehr schön. So. So muss das sein. Wir stellen das mal näher an die Hütte. So sollte genügen. Und noch ein daneben. So, perfekt. Da setzen wir die Pilze rein. Und dann wachsen und gedeihen hier die Pilze von alleine. Oh, oh, die Schmetterlingsfarm. Ja, endlich. So, die wollte ich euch nämlich auch noch zeigen. Das kurz weg und das. Wir haben einen Pilzteil zu viel, das kann weg. Ein Samen. Wir haben so viele Samen, die brauchen wir alle gar nicht. Echt verblüffend. Zack, zack. Ach, Quatsch. So, was brauchen wir für die Schmetterlingsfarm? So, die produziert nämlich Insekten. Und das nicht gerade wenig. Einen Seitengenerator haben wir ja auch schon. So, wir brauchen Zeolit. Ha, Biokunststoff. Bloß gut, dass wir das noch hergestellt haben. Alles klar, wir brauchen aber auch Schwefel ohne Ende. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz kurz noch Schwefel holen. Eine Schmetterlingsfarm zeige ich euch auf jeden Fall jetzt noch. Wie wir die hinpflanzen. Na endlich. Bisher haben wir ja nur unsere Schmetterlingskuppeln da oben. Aber, ja und die Bienen. Aber die Bienen, die sieht man kaum. Wenn wir jetzt aber die Schmetterlingsfarm draußen hinstellen, dann fliegen die Schmetterlinge draußen herum. Und somit sieht der Planet schon viel, viel lebendiger aus. Mist. Okay, sollte eigentlich erstmal reichen. Wir nehmen das Eisen auf jeden Fall mit. So. Wenn wir das mit den Schmetterlingsfarmen jetzt gemacht haben, davon werden wir schon einige bauen müssen. Und dann sollten wir auch ruckzuck die 32 GTI für die Baumsamenstreuer Tier 3 haben. Ich weiß nicht, was wir dafür für Material brauchen. So weit war ich noch nie.
Das wird also ab dem Punkt auch Neuland für mich sein. So, als allererstes bringen wir unsere Rohstoffe mal ins Lager. So, Titan haben wir auch schon wieder. Als wenn wir nicht schon genug Titan hätten. Und Kobalt haben wir auch schon wieder so viel. Zack. Ah, jetzt muss ich mich. Mist. Wir sollten mal in naher Zukunft einen Schredder auch in der Basis bauen. Denn jedes Mal dieses Hin- und Her-Teleportieren kostet schon ein paar Sekunden Zeit. So, wir brauchen Methan. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Der Rest muss erstmal drin bleiben. Mist. Dünger, 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 Dünger. Wie sieht's aus? Perfekt, den nehmen wir komplett mit. Wunderprächtig. Jetzt stellen wir erstmal Dünger 2 her. Dafür brauchen wir auch nur Dünger 2. So viele wie geht. Und ich habe jetzt bei einem YouTube-Kollegen gesehen, man kann auch Steuerung festhalten. Und dann stellt der, kann man direkt mehrmals herstellen. Zack, zack, zack. So. Ja, jetzt brauche ich die Kürbisse. Jetzt muss ich öfters hin und her laufen. Wegen den blöden Kürbissen. So, jetzt halten wir Steuerung gedrückt. Dann geht er nicht immer direkt raus. Perfekt. Zack, zack. Also, wenn man Steuerung gedrückt hält, dann kann man direkt mehrmals herstellen. Nicht nur einmal. Was fehlt denn? Oh, Methan. Okay, wir haben kein Methan mehr. Sei es drum. Wir haben dreimal jetzt. Sollte erstmal genügen. So, die Algen wieder weg. Und das. Dann brauchen wir noch Zeolith und Biokunststoff. Zeolith war unten. 1, 2, 3. Eigentlich relativ günstig, wenn man mal so überlegt. Auf jeden Fall. Was machen die denn an Insekten? 20 die Sekunde. Der macht aber 75 die Stunde. Das heißt, wir können den. Okay, wir brauchen 3 Stück. Das heißt, 120, 120, 230. Und 120 und den. So, gut. So, ich brauche wieder Nahrung. Ich muss wieder irgendwas essen. Verbrauchen wir in letzter Zeit ziemlich viel. Okay, wir laufen aber auch viel hinterher. So, unsere Plantage schön versteckt. Das nehmen wir mal mit und packen die hier rein. Wenn wir jetzt sowieso gerade mal wieder in die Basis gehen, nehmen wir die Kürbisse mit. Definitiv. So. Die müssen nämlich auch wieder in den Schrank, damit wir die Tier 2 Dünger herstellen können. Packen wir mal kurz weg. Zack. Und jetzt, da die Schmetterlingsfarm draußen mehr produziert als hier drinnen, können wir die hier, am besten die mit 1500%, nehmen wir mit. Der macht 300%. Was haben wir noch für eine Schmetterlingslarve hier so im Angebot? 1200%. Kann die rein und die macht 500%. So. Genau, das sind jetzt die Teile, die wir auf jeden Fall mitnehmen werden.
Und jetzt kommt der große Augenblick. Mann, nee, ne? Jetzt kommt ein Superlegierungssturm. Das muss jetzt gerade passieren. Wo wir hier bauen wollen. 1, 2, 3. Den Rest nehmen wir auch mit. Wir brauchen nur 3. Wo bist du denn jetzt runtergekommen? Hier, genau bei uns an der Basis. Junge, Junge, Junge. Das war kein Superlegierungsmeteorit. Oh, das war Pulsarquarz. Mitnehmen. Auf jeden Fall. Wo ist das überall gelandet? Mann, warum müsste das hier an der Grünfläche landen? Da. Nein, lass mich durch. Das muss ja auch ausgerechnet hier rumfliegen, ne? Wo man sowieso kaum was sieht. Wegen dem hohen Gras. Mann! Komm schon. Ist hier noch mehr? Bitte. Das Pulsarquarz brauchen wir, denn wir müssen noch mehr Teleporter bauen. Aber sieht nicht so aus, als wenn jetzt hier noch irgendwas wäre. Mist, Mist, Mist. Schade. So, dann bauen wir einen hier hin. Schön bei den Blumen. Puff. Und da setzen wir jetzt den 1500er rein. Jetzt macht er nämlich direkt 1,13 Kilogramm an Insekten. Deshalb immer schön Schmetterlingsfarmen bauen. Die machen mehr Insekten als eure... als eure Schmetterlingskuppeln. Klar, für den Anfang sind die richtig top. Sieht auch richtig schön aus, wenn die da drin so rumflattern. Aber draußen produzieren die einfach mehr. Jetzt sind wir nämlich bei Insekten schön im Vormarsch. Und zwar bei 25,06 Tonnen. Und der macht 3489 Gramm die Sekunde. Das ist schon mal sehr gut. Davon werden wir noch ein paar mehr bauen. Dafür brauchen wir aber leider Methan. Jetzt haben wir den Baumsamenstreuer Tier 3. Wunderbar. Aber endlich haben wir auch Schmetterlinge im Freien. Das ist wunderbar. Davon mache ich auch direkt mal ein schönes Bild. So. Und in der nächsten Folge, Freunde, kümmern wir uns um noch mehr von den... auf jeden Fall mehr von den Schmetterlingskuppeln draußen. Methan haben wir jetzt wieder genug. Und um die Tier 3 Baumsamenstreuer. Es geht langsam aufwärts. Wir kommen den Fischen immer näher, Freunde. Ich denke, diese Woche werden wir das auf jeden Fall noch schaffen, dass wir zu den Fischen kommen. Sauerstoff haben wir jetzt unendlich. Das haben wir endlich erreicht. Das bedeutet, auf diesem Planeten ist es nun lebensfähig. Jetzt sind wir bei 0,13 schon bei Fischen. Endlich kommen die Fische. Da freue ich mich drauf, Freunde. Ich verabschiede mich aber erstmal an dieser Stelle. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Däumchen nach oben da und ein kostenloses Abo, um mich weiterhin zu unterstützen. Aktiviert die Glocke, um immer wieder die neuesten Videos von mir zu sehen und nicht zu verpassen. Euer Ben Kalypse. Tschüss.